Bam, 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 bam. Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mami Make. Heute mit einem Tutorial dazu, wie ihr ein Schnittmuster für eine Schultüte erstellen könnt. So, und die aufmerksamen Abonnenten denken jetzt, Moment. Es gibt doch von Mommy Made schon Schultüten-Videos. Und ja, das ist richtig und die gibt es weiterhin und die verlinke ich euch hier oben und packe sie auch nochmal in die Infobox unter dieses Video. Es gibt Schultüten-Videos von Mommy Made. Es gibt ein Video dazu, wie ihr ein Schnittmuster erstellt für eine ganz normale zylindrische Schultüte. Ein Video dazu, wie ihr eine Schultüte näht, wie ihr die Unterteilungen macht. Es gibt ein Ergänzungsvideo, in dem ich gezeigt habe, wie ihr es schafft, dass der Teil, in den man oben reingreift, so genäht werden kann, dass man die Naht nicht sieht. Und dann gibt es ein Video dazu, was ihr hinterher mit der Schultüte machen könnt. Also inwiefern ihr sie hinterher in ein Kuschelkissen umwandeln könnt, wie ihr das Innenkissen näht. So, habe ich gedacht, bin ich mit dem Thema Schultüte im Grunde eigentlich durch. Da habe ich die Rechnung aber ohne euch alle gemacht. Denn ich bekomme tatsächlich, seit ich diese Videos hochgeladen habe, jedes Jahr von neuem und das fängt im Februar an und zieht sich bis in den Sommer. Bis quasi kurz vor Schulbeginn kriege ich immer wieder Kommentare unter die Videos, E-Mails, Anschriften auf Facebook und wo auch immer mit der Frage, wie ist das mit einer eckigen Schultüte? Und am Anfang wusste ich nicht mal, wovon ihr redet. Denn da, wo ich herkomme, gibt es einfach nur zylindrische Schultüten. Aber ich lerne dazu und ich habe gesehen, die moderne Welt und andere Bundesländer haben sechseckige Schultüten, sowas hier. Genau, die gibt es als Rohlinge so zum Aufstellen. Die gibt es aus Wellpappe zum Zusammenstecken und es gibt sie schon fertig aufgebaut, so zu kaufen. Und ja, deshalb gibt es heute hier bei mir, damit ich diese ganzen Mails nicht mehr beantworten muss, ein Video dazu, wie ich ein Schnittmuster für eine solche sechseckige Schultüte erstellen würde. Was ihr dafür braucht, um ein solches Schnittmuster zu erstellen, ist natürlich euer Rohling. Wie gesagt, verschiedene Varianten gibt es. Papier, Stift, Kreide und natürlich etwas, auf dem ihr euer Schnittmuster erstellt. Das kann Papier sein, sowas wie Geschenkpapier oder Packpapierrollen eignen sich für sowas gut. Ich nehme tatsächlich immer Stoff, also günstigen, unifarbenen Stoff, irgendwelche Stoffreste, die ich noch übrig habe. Irgendwas, wo ich drauf rumkritzeln und rumschneiden kann und wo es auch nicht schlimm ist, wenn ich mich mal verschneide erstmal. Von der Größe her würde ich sagen, braucht ihr etwa 1,20 Meter Länge. Und mindestens 40 Meter Breite, 40 Meter, habe ich gerade 40 Meter gesagt? Mindestens 40 Zentimeter Breite, wenn ihr es im Bruch erstellt, euer Schnittmuster. Wenn ihr sagt, nee, ich möchte gern ein Schnittmuster erstellen, das komplett die komplette Größe ist und dass ich so dann hinterher auf den Stoff legen kann, aus dem ich das wirklich nähen möchte, dann braucht ihr etwa 70 Zentimeter in der Breite. Genau, und dann würde ich sagen, legen wir los. So. Ich habe jetzt hier meinen sechseckigen Schultütenrohling, der mir tatsächlich so platt geliefert wurde. Und ich werde euch drei Varianten zeigen, wie ihr jetzt von diesem Rohling zu einem Schnittmuster kommt. Die erste und einfachste Variante ist tatsächlich, dieses Ding auseinanderzunehmen. Denn alle diese Rohlinge, seien die jetzt wie der hier so vorgefalzt und zusammengeklappt oder auch schon aufgestellt oder die Dinger aus Wellpappe, die man zusammensteckt, die haben eben einen Steckpunkt oder einen Klebepunkt irgendwo. Und das Allereinfachste, was ihr tun könnt, ist das Ding einfach aufzutrennen. Aber da seid ihr wahrscheinlich auch schon drauf gekommen. Das Ding aufzutrennen an der Seite, wo es zusammengeklebt oder gesteckt ist. So. Oder so ähnlich. Und das bis in die Spitze hinein zu tun. Und wenn ihr das Ding dann aufklappt, dann ist das hier quasi ja schon euer Schnittmuster, so wie es ist. Das könnt ihr euch so wie es ist auf Stoff legen, an den Seiten jeweils eine Nahtzugabe hinzufügen und dann ist das euer Schnittmuster. Und das könnt ihr nach oben hin noch verlängern und gut ist. Da seid ihr wahrscheinlich auch schon selber drauf gekommen. Und die meisten von euch werden dieses Ding wahrscheinlich nicht zerstören wollen. Ich bin da relativ schmerzfrei und würde es dann jetzt einfach wieder zusammenkleben und gut ist. Aber ich habe Verständnis dafür, wenn ihr das nicht tun möchtet. Und deshalb gibt es jetzt hier zum Beispiel Variante 2. Wenn ihr wie ich einen Rohling habt, der quasi platt ist oder den ihr platt drücken könnt. Es ist nicht ganz so radikal, wie den kaputt zu machen. Aber wenn ihr ihn platt machen könnt, dann ist das tatsächlich noch viel einfacher als mit einer zylindrischen Schultüte. Denn dann könnt ihr euch das einfach hinlegen. Ich zeige euch kurz, wie ich das tun würde. Das ist, wie gesagt, Stoff, der hier unten im Bruch liegt. Ich würde mir den hier unten in den Bruch legen. Oder wenn ihr Papier nehmt, mir hier, also entweder das Papier in den Bruch legen, das kann man natürlich auch, oder hier markieren, dass das der Bruch sein soll. Würde dann die Schultüte genau an den Bruch anlegen und einmal entlang fahren. Mit Bleistift oder in meinem Fall jetzt mit Kreide, weil ich einen dunklen Stoff habe.
Und ich würde mir die Eckpunkte von diesen Geraden, von diesen Sechsecken markieren. Denn möglicherweise möchte ich ja mein Schnittmuster in diese Richtung verlängern, um oben etwas zu haben, das ich zubinden kann. Und deshalb markiere ich mir hier, wo diese Stellen sind. Wenn das hier der Bruch ist, dann ist das quasi schon mein Schnittmuster. Ich würde nach unten hin, ich ziehe das einmal hier rüber, damit ihr seht, was ich meine. Meine Schultüte endet hier quasi nicht in einer kompletten Spitze. Das heißt, ich habe das bis hierhin eingezeichnet und würde dann mit einem Lineal diese Gerade so verlängern, dass ich hier hinten eine schöne Spitze habe. Das ist das eine, was ich tun würde. Und das andere wäre, auf dieser Seite habe ich mir ja diese Markierungen gemacht. Diese Eckpunkte, da braucht ihr möglicherweise zwei Lineale, je nachdem wie lang euer Rohling ist, mit der Spitze zu verbinden und dann in diese Richtung zu verlängern. Damit ihr dann hinterher sagen könnt, ich möchte oben noch 30 cm mehr oder ich möchte noch 20 cm mehr, damit ich was zum Zubinden habe. Wer jetzt sagt, ich möchte nicht mit Bruch hantieren, sondern ich möchte ein komplettes Schnittmuster haben, der legt sich dann seine platte Schultüte einfach an diese Gerade, die ihr eingezeichnet habt, nochmal dran. Es ist mit diesen riesigen Rohlingen ein bisschen schwer, das alles ins Bild zu kriegen. Tatsächlich. So, also ihr legt euch das dann hier an diese Gerade wieder dran. Und macht das Gleiche einfach nochmal. Und dann habt ihr ein fertiges Schnittmuster. So, für diejenigen unter euch, die sagen, ich möchte jetzt meinen Rohling weder platt machen noch auseinandernehmen und ich habe ein Ding, das relativ stabil, vielleicht einfach auch eine fertige Schultüte ist, die bedruckt ist und die ich aber als Rohling benutze. Das sind wahrscheinlich diejenigen, die mir auch geschrieben haben, gesagt haben, sie haben sich das andere Video angeguckt und kommen mit dieser Rollmethode bei der eckigen Schultüte irgendwie nicht so zurecht. Und da würde ich euch gerne zeigen, wenn ihr, wie gesagt, mit diesem Rollen nicht klarkommt, wie ich das in meinem anderen Video gezeigt habe, wie ich das im Falle einer sechseckigen Schultüte machen würde. Und das wäre, indem ich einfach, ich würde nur eine Seite tatsächlich abnehmen und die dann als Basis nehmen für den Rest des Schnittmusters. Das heißt, ich lege mir meinen Stoff oder mein Papier hier hin, lege mir meine Schultüte mit einer Kante auf diesen Bruch oder auf den Rand des Stoffes und würde dann mit meinem Stift hergehen und würde dann an dieser einen Fläche einfach so entlangfahren und mir oben den Rand markieren. So, folglich habt ihr im Resultat ein solches Dreieck. Dieses Dreieck ist quasi euer Schnittmuster. Das würde ich ausschneiden, so wie es ist. Und dann könnt ihr natürlich wählen. Manche Leute möchten ja die Schultüte tatsächlich auch aus sechs verschiedenen Teilen zusammennähen. Das könntet ihr, indem ihr diese Fläche hättet. Dann müsstet ihr aus dem Stoff immer dieses Dreieck mit Nahtzugabe rechts und links ausschneiden und könntet das dann sechs Teile davon aneinander nähen und hättet eure fertige Schultüte. Wie gesagt, das nach oben hin verlängern funktioniert genauso. Einfach an der Markierung das Lineal ansetzen und diese Gerade weiter nach oben ziehen. Und dann hier abmessen, wie weit ihr hochgehen wollt, 30 cm, da 30 cm und dann die zwei Eckpunkte verbinden. Wenn ihr sagt, ihr möchtet trotzdem aus einem Stoff nehmen, dann würde ich dieses Dreieck aus Papier oder Stoff ausschneiden und würde es einfach sechsmal aneinander zeichnen. Oder eben dreimal und sagen, das ist der Bruch. Das wäre die Herangehensweise, die ich tatsächlich wählen würde, wenn ich eine sechseckige Schultüte hätte, die ich nicht auseinandernehmen möchte. Denn dann erspart ihr euch diese Rollerei und habt theoretisch noch die Möglichkeit zu sagen, dass ihr jede Fläche aus einem anderen Stoff näht. So, dann hoffe ich, hilft euch dieses Tutorial dabei, eure eckigen Schultütenrohlinge zu benähen und euren Kindern wunderschöne Schultüten zum Schulanfang mitgeben zu können. Wie ihr die Schultüte selber näht, wie ihr ein Innenkissen macht, wie ihr die Unterteilungen macht, wenn ihr dann einmal euer Schnittmuster hier entsprechend erstellt habt. Das erfahrt ihr in den Videos, die es schon auf dem MommyMake-Kanal gibt und die ich euch, wie gesagt, unten in die Infobox packe und hier oben auch verlinke. Schaut da gerne mal rein. Dann würde ich sagen, viel Erfolg beim Nähen der Schultüte. Postet gerne auf Facebook und auf Instagram Fotos und verlinkt mich dort. Ich freue mich immer, wenn ich sehe, was ihr aus meinen Tutorials an tollen Werken zaubert. Ansonsten, wenn ihr darüber hinaus noch Interesse an weiteren Näh-Tutorials, Bastel-Tutorials, Do-It-Yourself-Sachen habt, abonniert den MommyMake hier drüben. Aktiviert die Glocke, damit YouTube euch auch informiert, wenn was Neues von MommyMake hochgeladen wird. Und dann freue ich mich, wenn wir uns ganz, ganz bald wiedersehen. Tschüss und bis bald. MommyMake!